Und da sind wir auch schon wieder. Die Station müsste ja nach wie vor direkt um die Ecke sein. Alexander Terminal. Was für ein schöner, schöner Name. Sind wir zu schnell? Sind wir zu schnell? Nein, geht noch alles. Wir dürfen jetzt bloß nicht die Landung vergeigen und dann können wir ja schon mal schmulen. Schmulen. Jetzt habe ich mich da fast versprochen. Schmulen. In Bezug auf die Daten, die wir jetzt schon gesammelt haben. Wie viel die wert sind. Oh, oh, oh. Oh, der kommt ziemlich nah. Oh nein, oh nein. Oh, wow. Wow. Alter Schwede. Alles gut, ne? Alles gut. Ich bin zufrieden. Ich habe den Trick nicht angewendet. Das war selbst mir zu heikel. Jetzt. Dankeschön. Wir müssen darüber. Scannen. Ist hier einer? Landeplatz Nummer 1. Die 1. Alles klar. Die Bullerei mal wieder. Okay. So. Hier den Winkel mal anfliegen. Ja, scan ruhig. Null Schub. Stabilisatoren ausschalten. Ah! Geht das? Geht das? Ja, total. Es wird noch akrobatischer. Wie gut. Das mit dem Stabilisator, das muss ich noch ein bisschen besser rausbekommen. Ruhig, ruhig bleiben. Jetzt bloß nicht hier beim finalen Stückchen irgendeinen Fehler machen. Die 1. Wo ist denn die 1? Ist die gleich vorne oder? Nee, lustigerweise ist die hinten. So eine Fake 1. Nee, das ist die 4. Schande. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Nicht vergessen, wir haben einen Passagier an Bord. Ping. Ohne Funken. Das gibt einen Boni bestimmt. Na. Komm schon, Magnet. Enttäusch uns nicht. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir sind heil angekommen. Ohne einen einzigen Prozent Rumpfstabilität verloren zu haben. Integrität, whatever. So, du bist wieder zu Hause. Das war eine schöne Tour. Wir nehmen hier die guten Scan-Daten und ein bisschen weniger Kohle, weil wir sind gerade nicht so drauf angewiesen. Schön! Yay! Echt gut. So, und jetzt wollen wir natürlich mal schmulen, was wir hier an Daten gesammelt haben. 2 Mille. Wir wollten eigentlich 3, aber wir geben uns erstmal mit 2 zufrieden und pumpen die in die Ingenieurin. Um zu gucken, inwieweit wir ihren Verbindungsgrad zu uns damit ausbauen können. Direkt rüber, los geht's. Starten. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Anfliegen. Landeerlaubnis. Landen. Fluppdiwupp. Na geht doch. Fast Punktlandung. Und runter. Es muss gerade sein, das Flugzeug. Dann funkt es nicht. Ganz, ganz gerade. Wo kann ich das am besten ausrichten? Hier, na klar. Und jetzt dürfte es keine Funken geben. Sogar super schnell. Wie gut. Aussteigen. Nee, Quatsch. Erstmal hier die Daten verkaufen. In der Hoffnung, dass wir ordentlich punkten können bei der Ingenieurin. Bitteschön. So. Lobdiwob. So, und welchen Rang haben wir jetzt bei Ihnen? Na, immerhin schon mal 3. Das bedeutet, wir können jetzt weiter unseren Frameshift-Antrieb ausbauen. In der Hoffnung, dass wir jetzt den restlichen Ruf dazu bekommen, um auf Stufe 4 zu kommen. Grad 2 tatsächlich ist jetzt verfügbar. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wie oft müssen wir das jetzt hier wieder durchwürfeln? Und Grad 3 können wir ja dann theoretisch auch schon machen. Aha.
Hoffentlich. Modifikation generieren. Ja. Kostet Material, das weiß ich. Oh, ordentlicher Zuwachs bei der optimierten Masse. Nochmal, bitte. Eingehende Nachricht. Was für eine Nachricht? Sollte ich die vorher lesen vielleicht? Aber wir sind immer noch jetzt hier bei 3. Was soll denn das? Muss ich dafür aussteigen? Um den Grad bei ihr effektiver auszubauen? Da hat sich gerade nichts verändert, oder? Aber das kann ja dann auch erst mit Odyssey dazugekommen sein, weil vorher konnte man ja nicht aussteigen. Wir machen das einfach mal. Mann, das ist aber auch eine verzwickte Sache mit Ihnen. Sie alte Attentäterin, Modifikation und so. FSA, auswählen, ja. So, jetzt nochmal bitte. Der experimentelle Effekt ist immer noch da, obwohl wir jetzt gerade 2 sind. Eine Frage ist beantwortet jetzt hier im Spiel, aber das hattet ihr mir ja schon in die Kommentare geschrieben gehabt. So, ausbauen, boom. Reicht das jetzt? Ja, wir können auf Grad 3 gehen. Hat sich der Ruf verändert? Ganz wenig nur, ne? Also die Daten waren schon nicht schlecht, aber wir brauchen mehrere Millionen an Daten für die gute Frau. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Gleich auf 3 springen, oder? Das ist doch eine gute Idee. Und hier haben wir auch genug Materialien. Komm schon. Boom! Ja, den Grad checken. Oder naja, den Ruf checken, die Effektivität, whatever. Los, jetzt lass mich nicht in den Stich. Wir haben so viele Materialien gesammelt. Modifikation generieren. Oh, das war nicht gut. Das war wirklich schlecht. Frau Matuk. Ja, ist Matuk. Das geht besser. Sag ich doch, Mensch. Boom, und schon sind wir in der 4 drinne. Dann gleich mit der 4 weitermachen. Wobei, wenn wir hier jetzt nochmal Ressourcen investieren, die wir hier eventuell nicht so brauchen. Oder überschneidet sich das? Nein, hier könnten wir jetzt noch den Ruf weiter ausbauen. Also den... Ihr wisst schon, was ich meine. Den Zugang, okay? Ich nenne es ab heute, nenne ich es Zugang. Ich sollte mir so langsam mal das Vokabular von diesem Spiel aneignen. Schließlich haben wir fast die 100. Folge. Okay. So, ja, ich mache das hier noch ein paar Mal. Weil die Sachen brauchen wir jetzt in den nächsten Stufen eher weniger. Ja, tatsächlich. Gut, freut mich. Nutzen wir das hier doch schön aus. Um so ein bisschen Zugang zu pumpen. To the max. Komm, ja. Fluppdiwupp. Noch einmal. Was für eine Materialverschwendung. Mehr geht nicht. Aber es hat nur wenig gebracht. Ist auch gut möglich, dass erst der Zugang wächst, wenn ich hier die Stufe wechsle. Das kann auch sein. Nochmal ganz genau gegenchecken. Wir sind jetzt beim ersten Strich N, okay? Erster Strich N. Modifikation generieren. Gibt es jetzt einen krassen Zuwachs? Ja, okay. Alles klar. Das macht den Unterschied. Gut, gut. Aber den Rest kriegen wir auch mit Daten dann hin. Da wird jetzt nicht viel dazu kommen. Aber wir könnten ja auch noch gucken, ob wir hier die Antriebe ein bisschen aufbohren. Das geht ja auch. Vielleicht machen wir das sogar. Aber das müssen wir sowieso noch laufen, das Stückchen. Flop! Sehr schlechtes Würfeln. Sehr, sehr schlecht, Frau Matuk. Schon besser. Und... Doch nicht. Was? Egal. Ist quasi durch. Sehr schön. Also können wir das Ding jetzt maximal ausbauen, wenn wir Glück haben. Noch einmal bitte die 4, weil es so schön war. Und wir können in die 5 reingehen. Yay! Maximales FSA-Reichweiten-Tuning für den 5A. Oh mein Gott. Das öffnet uns völlig neue Türen. Bin ich auf der 5? Lieber doppelt checken. Lieber doppelt. Ja.
Und jetzt hier alles ausbauen, oder? Hier so richtig schön bis zum Rand dran. Und das war's. Nein! Diese verfluchten chemischen Manipulatoren. Da müssen wir dann noch einmal mit dem chemischen Manipulator hin. Aber das wussten wir ja. Ich habe das hier noch auf meiner Karte stehen. Auf meiner Bestellkarte. Ich lasse das einfach mal stehen. Für die FSA-Reichweite noch ein paar chemische Manipulatoren. 5 oder so. Daten. Roh. Roh brauchen wir auch nichts mehr. Zumindest nichts für den FSA. Für die Reichweite. Und für den experimentellen Effekt brauchen wir auch nichts mehr. Aber das Ding lasse ich mal offen. Das wird später noch sehr, sehr wichtig sein. Wenn wir schon mal hier sind. Was für einen Antrieb haben wir denn? 4A. Das könnte für einen Kampf sehr wichtig sein. Aggressives Antriebstuning. Was bedeutet das? Dieser Bauplan ist nur ein kleiner Vorgeschmack meiner Fähigkeiten. Bei diesem Bauplan werden Intaktheit, thermische Eigenschaften und Energiebedarf des Antriebs zurückgestellt, um mehr Leistung zu erzeugen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Wird der Massewert zugunsten besserer thermischer Eigenschaften und Intaktheit geopfert? Natürlich könnte ich noch mehr... Was bedeutet das? Okay, also... Er ist einfach mal, kräftiger, also kann nicht so krass schnell zerstört werden. Ausgewogenes Antriebstuning stellt Energiebedarf und Masseeffizienz zugunsten besserer thermischer Eigenschaften und höherer Leistung zurück. Ich glaube, das aggressive Antriebstuning, das ist genau mein Ding. Ja, das können wir wirklich mal machen. So, Modifikation generieren. Boom! Was? Mit einem Rutsch? Weil wir jetzt Zugang 5 haben, ne? Weil wir jetzt maximalen Zugang haben. Ruf. Ehemals Ruf. Aber für die 2 brauchen wir mechanisches Equipment. Das ist gefertigt. Ja, da müssen wir die Augen offen halten. Bei den High-Grade Emissions. Aber vielleicht sollten wir hier gar nicht die nächsten Grade bei der guten Frau Matug raufhauen, weil die nur bis Stufe 2 geht. Und wir sollten das, also die ganzen Materialien und vor allem das Zugangspotenzial bei einem Ingenieur oder einer Ingenieurin investieren, die bis Stufe 5 geht. Ja, aber den experimentellen Effekt, kriegen wir den noch rauf? Dreckantriebe soll ganz gut sein. Nee, kriegen wir gar nicht rauf. Aber wir können uns ja schon mal die Zutaten aufschreiben. Hybridkondensatoren. Und Sicherheitsfirmware-Patch verschlüsselt. Flackerfenster, yay! Und im Prinzip könnten wir ja uns dann alles andere in Sachen Antrieb bei der Frau Matug sparen, denn die geht halt nur bis Level 3. Sonst noch irgendwas Relevantes? Nee, ne? Stufe 3 und 2 sind doch irgendwie nicht so cool. Aber ich lese hier gerade, dass wir das aggressive Antriebstuning auf die 5 bringen können bei Parlin und Brandon, bei den Ingenieuren. Da schauen wir auch irgendwann mal vorbei. Ich schreib's mir mittel oben auf die Liste. Und hierher kommen wir dann nur noch eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen gar nicht mehr zu ihr. Den FSA-Plan haben wir ja angepinnt. Den können wir woanders zu Ende machen. Und das bedeutet, die Welt steht uns wieder offen. Schön, 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 schön. Action. Auf jeden Fall Action. Ich brauche ein wenig Weltraum-Action und werde jetzt erstmal zurückballern zu unserer Heimatstation, unserer neuen Heimatstation hier drüben. Aus Spaß vielleicht mal so ein bisschen an der Eagle rumbasteln, was wir da derzeit rausholen können. Und dann gucken wir mal. Eagle, ja, dahin will ich. Zu meiner Eagle. Und zwar schleunigst. Na, Controller, Energiesparmodus. Wir waren zu lange mit Maus und Tastatur unterwegs. Ah, jetzt. Starten! Frameshift! Rüberfliegen! Landeerlaubnis!
Hi, hi, hi. Wo soll ich hin? Hier rüber? Gibt's was zum Scannen? Hier fliegt ja immer einiges Getier rum. Oh, Dolphin. Sieht wirklich aus wie ein Delfin. Nee, euch habe ich alle schon gescannt. Ich kenne euch alle schon. So, hierhin. Hier müssen irgendwo Antennen sein. Da sind sie! Unsere geliebten Antennen. Nullschub, Stabilisatoren aus. Ratzifatzi drehen. Oh, das ist so schwierig dann. Aber das soll ja so sein. Wieder an, bisschen Gas geben. Viel besser. Das wird schon. Vor allem seitdem jetzt die Taste am Controller direkt ist, kann man das so halbwegs optimal nutzen. Jetzt bitte nicht gegenknallen, das wäre total uncool. 13 da drüben, fluppdiwupp, runter. Fahrwerk, bremsen, runter. Fahrwerk ausgefahren. Dankeschön. Oh, viel zu weit diesmal. Viel zu weit. Gerade bitte. Ist gut, ne? Sollte keine Funken geben. Boom! Klasse! So, da wollen wir doch mal gucken. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Jetzt mit der Kohle. Was wir so alles theoretisch aus der Standard-Eagle rausholen könnten. Just for fun, okay? Just for fun. Nicht vergessen, zwei verwahrte Schiffe. Ja, stimmt, hier ist ja auch nichts kaufen. Entschuldigung, hier ist ja jetzt auch unsere ASP Explorer. Behalten wir im Hinterkopf. Eagle, du hast zu viel Fracht für dieses Schiff. Es sind maximal 0,0 Einheiten möglich. Du hast 8,0 Einheiten geladen. Alles nur Drohnen, die kann ich ganz schnell verkaufen. Das sind alles wirklich nur Drohnen. Erweiterte Wartung. Haben wir Kratzer am Lack? Nein, gar keine Kratzer diesmal. So, Drohnen. Verkaufen. Alle weg. Alle weg. Das kann die Eagle gar nicht leiden. Jetzt können wir das Schiff wechseln, ne? Ach, meine schöne Eagle. Was habe ich dich vermisst? Nur gucken, okay? Dieses Schiff nutzen. Oh, das Cockpit alleine, Mensch. Das ist so lange her. Schick, schick, schick. So, Sternenhafendienste. Ausstattung. Was haben wir hier denn? Das ist alles Klasse 1, ne? Das ist nicht mehr so effektiv, ne? Nein, das ist wirklich Quatsch. Damit sollten wir nichts mehr anstellen. Die Waffen sind viel zu low. Man könnte die bestimmt alle tunen bei den richtigen Ingenieuren. Da müssen wir uns später mal ein richtig ordentliches Kampfschiff holen, was wirklich nur fürs Kämpfen ist. Und solange kämpfen wir mit unserem Lieblings-Allrounder, mit der Diamond Explorer. Ja, nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Frameshift Stufe 3. Sprungreichweite 11 Lichtjahre. Okay, reicht schon. Mehr wollte ich gar nicht. So, zurück zur Werft. Mal walten. Zurück in die Diamond Explorer. Ist bisher echt mein Lieblingsschiff. Aber ich habe die ASP noch nicht so richtig kennengelernt. Das kommt noch. Aber in Sachen Kämpfen und Sprungreichweite hat uns die Diamond bisher nur wenig enttäuscht. Drohnen wieder auffüllen. Frachtraum bei maximaler Kapazitätsauslastung. Raketen sind voll. Die Passagierkabine kann raus. Den Tötungsbefehlsscanner wieder einbauen. Ein paar Schildbooster einbauen, just for fun. Immer schön die Energie im Auge behalten, das testen wir noch aus, bevor wir richtig losfliegen. Und hier mal zur Abwechslung das Punktverteidigungsgeschütz. Das soll vollautomatisch arbeiten. Da spare ich mir einen Tastendruck. Auch bei den Schildboostern. Ich habe kurz überlegt, hier optional, die Schildzellenbänke einzubauen. Da hätte ich jetzt eine Schnelltaste für. Das ist bei mir R. Aber jetzt haben wir ja den Schildbooster in der Hoffnung, dass das funktioniert. Also so wie es soll. Vielleicht mal eine stärkere Legierung einbauen. 4 Mille. Das Ding wiegt 47 Tonnen, aber wir können immer noch 48 Lichtjahre springen. Das ist für uns eine ganze Menge. Wenn wir vorhaben, wieder so richtig lange Touren zu machen, würde ich das natürlich wieder wechseln. Aber jetzt gerade so für die Action macht das schon Sinn.
Wir haben zweimal 24 Raketen am Start und ich würde dann ganz gerne mal gucken, ob wir, wenn wir Explomoni herstellen, Raketen herstellen würden. Und dafür müssten wir erstmal die richtigen Ressourcen finden. Steht so halb auf der Liste. Oh, wir haben ja den ganzen Kram für das Herstellen von Explomoni. Also für einfache Explomoni müssen wir mal ausprobieren, ob das hier mit den Raketen übereinstimmt. Aber wir könnten uns auch bessere Muni herstellen. Dafür brauchen wir Quecksilber und Polonium. Das finden wir bestimmt noch. Schreibe ich mir auf die Liste. Wenn schon, denn schon richtig Premium. Plus 30% Schaden. Nice. Ja, das müssen Raketen sein. Deswegen ist hier der Dot drin. Weil auch bei Drohnen ein Dot drin ist. Und bei Lebenserhaltung. Wie nice. Und dann brauchen wir noch Germanium, Yttrium und Polonium. Für die Premium FSA-Einspeisung. Bonusentfernung 100%. Ja! Oh Gott, ja, aber jetzt werde ich erstmal ganz kurz hier unser Energieverhältnis austesten im Vorhof der Station. Starten. Haben wir jetzt alles zum Laufen gekriegt, was wir für den Kampf brauchen? Mit Hilfe der Prioritäten. Ja. Was ist aus? Planetenfahrzeughangar, Frameshift-Antrieb brauchen wir nicht für den Kampf. Frachtluke ebenso wenig. Aber wir brauchen die Frachtluke, wenn wir mit dem Sammeldrum was einsammeln wollen. Das ist nicht so gut. Das ist zu viel. Ist okay. Ich hab's verstanden. Dann müssen wir irgendwas anderes auf 3 schalten, was wir in der 2 nicht brauchen. Nee, kriegen wir nicht hin. Wir müssen dann einmal manuell umschalten, wenn wir die Frachtluke nutzen wollen. Genau. Aber damit wir das nicht verpeilen, setze ich auch die Sammeldrohnen auf 2. Damit ich niemals eine Drohne rausschicke, ohne die Frachtluke aufmachen zu können. Mensch, das ist ja gigantisch, ey, was das Schiff alles kann. Und wir haben eine fette Legierung drauf. Aber ich muss noch mal kurz landen. Denn ich würde ganz gerne eine Mission annehmen. Eine Art von Mission, die wir schon länger nicht mehr gespielt haben. Etwas, was eigentlich mittlerweile essentiell ist durch das Odyssey-Update. Und zwar eine Zu-Fuß-Mission. Vielleicht nicht die, denn die ist illegal und das ist die Mission, die wir als letztes zu Fuß gespielt haben und das würde ich jetzt ungern nochmal vergeigen. Gibt's hier zufällig noch irgendeinen anderen Passanten oder so, der uns eine Mission anbieten möchte? Ihr seid alle illegal, ne? Probe aus der Siedlung Guti Eris Industries beschaffen. Bedrohung 4. Oh. Ja. Ach, das machen wir jetzt einfach. Mehr Informationen. Denn wir können hier noch ordentlich Ruf aufbauen. Was bekomme ich dafür? Ruf? Oder Kram, die Schraube. Ach, da ist sie, ne? Ist eine Mutter, ne? Oder eine Schraube. Wie man will, wenn man von oben drauf guckt. Ja. Na, wenn dann den Ruf. Aber ich würde ganz gerne noch verhandeln. Wo man bleibt, nicht wahr? Also, was wollen Sie? Niedrig. Können Sie etwas drauflegen? Wenn das Ihr Preis für den Job ist, dann ist das eben so. Sehr schön. Und wir würden dann den Ruf nehmen. Weil das uns hier gerade am meisten bringt. Alles klar, ich bin dabei. Mission annehmen. Himmel sei Dank, dass ich Schiff wegschicken nicht vergessen. Wir können wieder zurück, ne? Eins nach dem anderen. Ich hoffe, das ist direkt um die Ecke oder so. Aber sollte so oder so gut erreichbar sein. Denn mittlerweile kann ja unsere Diamondback Explorer recht weit springen. Trotz der fetten Legierung. Mal gucken. Das könnte unser Ende sein. Das Schiff wegschicken. Und dann erst sterben. Wir müssen. Wohin fliegen? Um die Ecke. In diesem System? Das ist ja fantastisch, Mensch. Wie hieß die Siedlung? Guti Eris Industries. Alles klar. Wir kennen das System wie unsere Westentasche. Sollten wir Siedlungen? Guti? Wo ist Guti? Da ist Guti. Nice. Ziel auswählen. Und los!